Natürlich kann ich auch Zaubersprüche verwenden, aber ich bin jetzt nicht so der Mage. Oh. Ich habe genug von euch. Schade. Oh, oh. Ja, okay. Was passiert halt manchmal. Kein Problem mit. Ah ja, was ich in dem Fall jetzt vergessen habe, was aber eine der wichtigsten Sachen im ganzen Spiel ist, häufig speichern. Weil, ja, sonst braucht man immer eine Weile, bis man das wieder nachgeholt hat, was, ja, bis man das wieder nachgeholt hat, was man eben durch einen Tod sozusagen verliert. Und jede Waffe ist eigentlich anders als die andere, also als eine andere. Und je nachdem, was für Waffen ich zusammen gleichzeitig benutze, also Schwert und Schild oder eben Axt, die bloß zweihändig geführt werden kann, oder wie in dem Fall jetzt ein Elfenschwert und ein Streitkolben. Das sorgt eben auch immer dafür, dass sie unterschiedlich kämpfen. Also es gibt unterschiedliche Kampfstile, die eben von Waffenset zu Waffenset anders sind. Und was eben nochmal das Gefühl besser rüberbringt. Haben wir hier? Hm, wie sollen wir da nochmal hinkommen? Es gibt ja noch andere Sachen zum Entdecken. So, sehr schön. Ja, und wer gerne zum Beispiel jetzt Sachen schmiedet, der kann das machen. Wer gerne Gräber ausraubt, der kann das machen. Wer... Oh, die habe ich noch nicht entdeckt. Also wenn hier jemand ist, dann ist er meistens sehr sauer, wenn man ihm Sachen klaut. War da hier neben dem See? Ah, wie ich eben sagte, hier, die Holzschalen, die könnt ihr alle mitnehmen. Aber keine Lust, die bringen mir eigentlich nichts. Oder hier, Karotten. USB, Glühstaub, alles ist mitnehmbar. Und es liegen eben auch überall Bücher rum, wie am Anfang schon sagte. Und durch manche Bücher bekommt man Quests, durch manche Bücher lernt man was über die Hintergrundgeschichte, also durch jedes Buch eigentlich. Und durch manche Bücher bekommt man halt auch neue Fähigkeiten. Es war eine ausgezeichnete Entscheidung, hierher zu kommen. Die heimische Pflanzenwelt scheint viele nützliche Eigenschaften zu besitzen, die ich zu neuen Zaubertränken verarbeiten konnte. Dank des gehaltreichen Bodens haben sich meine Stecklinge draußen zu prächtigen und üppigen Pflanzen entwickelt. Ich glaube, heute Nachmittag gehe ich wieder Pilze sammeln, denn meine Vorräte gehen allmählich zur Neige. Eine persönliche Anmerkung. Ich habe meine alchemistische Arbeit aus dem Schuppen nach draußen verlegt. Ich habe festgestellt, dass die Mittagsluft meiner Gesundheit zuträglich ist und meine Arbeit beflügelt. Also könnten wir, wenn wir Pech haben, gleich einem Alchemisten in die Arme laufen. Ne, ich wollte echt den Beistelltisch untersuchen. Ne, bloß eine Papierrolle. Man kann auch in irgendwelchen Betten schlafen und sich da ausruhen. Also... ich kann hier jetzt auch irgendwelche Tränke brauen, die mir Sachen bringen. Oder ja, wodurch ich dann eben auch wieder meine Fähigkeiten darin wieder erhöhe.
Natürlich kann man auch rumexperimentieren oder man sucht sich eben die verschiedenen Rezepte zusammen, Zutaten und was man eben. Ah, guck! Erschaffen Zaubertrank Magieresistenz. Entdeckt die Effekte, Redekunst verstärken und Redekunst verstärken. Also jeder Zaubertrank, jede Zutat hat auch vier verschiedene Wirkungen oder Effekte. Ja, da steht sie eigentlich. Und die muss man eben auch entdecken. Einen entdeckt man, indem man es zum Beispiel isst. Und manchmal entdeckt man auch einen nur dadurch, dass man eben so Zaubertränke baut. Ausdauer wieder herstellen, warum nicht? Anfälligkeit für Magie? Nee, eher gegen Magie wäre was nicht schlecht. Hier Feuerresistenz. Kann man auch machen. Und wieder Effekte entdeckt. Also, ja. Man kann das wahrscheinlich auch alles im Internet nachgucken. Aber so macht es natürlich viel mehr Spaß, das durch Zufall zu entdecken. So. Das sollte jetzt erstmal reichen mit der Alchemie. Wir wollen es ja auch betreiben. Durchsuchen fast blutende Krone. Ah. Also es ist wirklich vielfältig, das Spiel. Also man findet nicht nur vielleicht so 10 Kräuter, sondern es gibt sicher über 100, würde ich schätzen. Und außerdem gibt es noch diese tollen Finisher Moves, die hin und wieder ausgelöst werden. Ja, kennt man ja heutzutage. Ups. So. Aus den Wolfspelzen zum Beispiel kann ich mir dann auch neue Rüstung basteln. Drücken wir mal F5 plus zum Speichern. So. Man kann natürlich auch schnell reisen in dem Spiel, also wenn ihr jetzt irgendwo hin will, aber ja, das ist eigentlich nicht der Geist von Skyrim, möchte man sagen. Also echte Genießer, die laufen lieber 10 Minuten noch rum, anstatt die Schnellreise zu benutzen, was sowieso nicht geht, wenn man überladen ist, was doch recht schnell passiert. Was ist denn das? Hallo. Wie geht's? Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Ich sollte es besser nicht jedem sagen, der fragt. Das sind wichtige Angelegenheiten, wisst ihr? Nein, ich glaube, ich komme klar, aber danke. Schade. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. So, natürlich können wir den jetzt auch bestehen. Ihr hättet nie herkommen sollen. So. Und bei jeder Straftat, bei der man, sagen wir es mal so, erwischt wird, steigt auch das Kopfgeld auf. Also es hat auch Auswirkungen. Aber wenn man alle Zeugen tötet, die das gesehen haben, dann verschwindet das Kopfgeld wieder, weil ja niemand Anzeige erheben kann. Falls es dann doch mal so weit kommen sollte, dass man verhaftet werden müsste, kann man sich natürlich auch noch den Weg freikämpfen oder einfach das Geld bezahlen. Hämmerschande. Na, gucken wir nochmal, vielleicht finden wir hier was. In Hämmerschande.
So, na echt rein? Okay. F5. Und rein mit uns. Ja, in den Dungeons, in den, yes, in diesen Höhlen, ja, Dungeons, da warten immer wieder Feinde.